Dreamy hat auf der IFA 2022, also vor knapp 2 Wochen, haben die ein neues Gerät rausgebracht. Also nicht nur eins, sondern mehrere Geräte, unter anderem so einen coolen Roboter, der aber nur als Special-Mitarbeiter gilt. Aber heute möchte ich euch mal den H12 vorstellen. Und ich persönlich nutze auch tatsächlich noch immer, also knapp ein Jahr später, immer noch den H11 aus dem Vorjahr. Und weil ich den so cool finde, habe ich der Kooperationsanfrage auch zugesagt. Und keine Sorge, aus Disclaimer-Gründen blende ich euch mal hier jetzt Werbung ein, weil Dreamy hat das Video tatsächlich unterstützt. Aber selbstverständlich ist dieses Video hier komplett meine freie Meinung. Und wie gesagt, ich nutze noch immer den H11 und der ist so gut, dann kann der H12 fast nur besser sein. Also schauen wir doch mal hinein. Wenn etwas wirklich gut ist und erschwinglich ist, dann ist es meistens schwer, an dem Punkt etwas zu verbessern. Genau gleich ist es hier beim Dreamy H12. Denn im Vergleich zum Vorjahr wurde hier die Kantenreinigung verbessert und die Bürstentrocknung geändert, aber immer der Reihe nach. Ein Wischsauger ist immer dann so wichtig, wenn man entweder mal schnell irgendwo reinigen möchte und einen Saugroboter zu lange benötigt oder wenn es so richtig schmutzig sein sollte. Der H12 kostet aktuell gerade knapp 400 Euro, das ist nicht gerade wenig, aber dafür bekommt man eine ganze Menge. Zum Beispiel einen 4000 mAh Akku, dadurch erreicht man eine Wischdauer von über 30 Minuten. Mit einem Gewicht von knapp 5 Kilo ist das aber ein guter Wert. 5 Kilo sind aber nicht gerade viel. Immerhin kann ich den Wischsauger auch einfach mit nur einer Hand bedienen und überall manövrieren. Er lässt sich prima einfach fahren und dennoch kommt man in jeden Winkel, ohne sich anstrengen zu müssen. Außerdem kann ich den H12 irgendwo im Raum einfach abstellen und er bleibt genau so liegen. Konkurrenzprodukte, wie zum Beispiel von Philips, können das eben nicht. Vom Design her sieht man hier ein einheitliches Anthrazit. Das ist jetzt Geschmackssache, aber mir gefällt es, weil es auch prima zum restlichen Mobiliar passt. Auch passt hier die Verarbeitung. Zwar ist das jetzt alles Hartplastik, aber das Ganze wirkt hier sehr, sehr wertig. Hier knatscht nichts, alles einwandfrei. An der Oberseite befindet sich das 4 Zoll große Display. Es zeigt euch den aktuellen Akkustand sowie den Modus, in dem ihr euch befindet. Man bekommt auch eine Auswahl zwischen dem Automodus und dem sogenannten Wasserabsorptionsmodus. Außerdem werden hier auch die Fehlermeldungen angezeigt, wenn es welche geben sollte und auch die Selbstreinigung. Was ich aber sehr toll fand, ist dieser LED-Ring um das Display. Wenn es viel Schmutz gibt, ändert sich nämlich die Farbe und man erkennt sofort, ob man da vielleicht an der Stelle ja eine Extra-Runde drehen sollte. Das Besondere am H12 ist aber die neue Stoffbürste. Die liegt nämlich jetzt sehr weit außen am rechten Rand des Gehäuses. Dadurch kommt man jetzt wirklich in jede letzte Ecke und schafft ein deutlich besseres Reinigungsergebnis. Vor allem bei Sockelleisten kommt euch das super entgegen. Auch wenn die Stoffwalze mal total verschmutzt ist oder ihr einfach so die austauschen möchtet, kann man sie natürlich prima entnehmen und durch die beiliegende Zusatzwalze auch austauschen. Auch von der technischen Seite her hat der H12 einiges zu bieten. Der Motor ist sehr stark und hat 10.000 Pascal Saugleistung. Dazu drehen sich die Bürste hier mit 9.300 Umdrehungen pro Minute, um auch wirklich jeden Schmutz wegzubekommen. Das landet dann alles in einem der beiden Tanks. Zum einen gibt es den Frischwassertank mit insgesamt 900 ml. Dazu einen separaten Schmutzwassertank mit 500 ml, beziehungsweise Dreamy nennt das hier Abwassertank. Dazu muss man einfach den Behälter mit einem kleinen Druck entnehmen, sodass man entweder Wasser füllen kann oder eben den Schmutz entleeren und reinigen. Hier gelangt auch das Wasser durch den herausnahmbaren Filter hinein. Das Schöne daran ist aber auch, dass nach jedem Saugen bzw. nach jedem Wischsaugen kommt dann der H12 auf die Station, dort einmal auf Selbstreinigung klicken und schon werden die Bürsten erst gereinigt und dann mit Heißluft getrocknet. Aber über allem steht ja das Reinigungsergebnis. Der H12 schafft auch den allerhartnäckigsten Schmutz, wie in diesem Fall zum Beispiel eine fettige Schokosoße oder natürlich auch das Ei. Auch wenn der Schmutz über Nacht trocknet, kommt er meistens damit klar. Natürlich ist das jetzt nur etwas für Hartböden, aber im Grunde finde ich das hier alles sehr, sehr gut. Als Negativpunkt empfinde ich den hohen Preis und den Griff, denn es wäre schön gewesen, wenn der zum Beispiel höhenverstellbar wäre. Okay, das soll es wieder mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe ja, ihr habt ein bisschen was dazugelernt oder das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs freundliche Zuschauen. Abonniert wie gesagt den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya.